Hallo und herzlich willkommen hier wieder bei New General Release. Heute mal wieder mit einem neuen Video. Heute mal mit Crysis 2. Ja, wir haben gerade im Crysis 1 beendet. Und da werde ich gleich mal mit Crysis 2 fortlegen. Ich habe alles auf. Warte, man kann es hier sehen. Erwartete Grafik, alles auf Ultra. So hoch wie es geht. Kampagne und dann. Ich habe schon Kampagne gemacht, halt. Damit ich weiß, was abgeht. Deswegen neue Kampagne. Und wir starten jetzt mal als Soldat. Ja. In Kürze mehr darüber. Also Gary, was darf sein? Nun, ich kann Ihnen sagen, dass mir bisher durchaus gefällt, was ich hier in New York so sehe. Die Mannschaft ist wie üblich sehr stark, Eastern wie Western. Ich mag San Francisco, habe aber auch eine Schwäche für Los Angeles. Okay, wir rechnen also mit New York und San Francisco im Finale. Vielleicht auch mit L.A. Hier haben Sie es zuerst gehört. Steine können dann am Ende der Saison geworfen werden. Das war's vom Sport. Zurück ins Studio. Danke, und das ist längst nicht alles. Hier ist Dan mit den Gesundheitsmeldungen. Drei weitere Angestellte im Hauptquartier am Times Square wurden diagnostiziert. Crynet haben Berichte über ein biochemisches Leck in ihrer Forschungseinrichtung in Midtown zurückgewiesen. Der Mutterkonzern Hargreave Rash konnte für einen Kommentar nicht erreichen. Bisher gibt es 127 im Labor bestätigte Fälle, aber aufgrund der Infektionsgeschwindigkeit Transportwege wurden gesperrt. Cell-Versuche. Der Benzinpreis droht die gefürchtete 20. Wir müssen das Vertrauen in unsere Gesetzeshüter wieder fahren. Wo ist unser Militär? Los, los, los! Schwertfisch 3, Ihren Status bitte. Hier Schwertfisch 3. Halten Position auf Punkt Süd 1. Periskoptiefe. Roger. Bestätige Punkt Süd 1. Schwertfisch 3. Irgendwelche sichtbaren Aktivitäten an Ihrer Position? Negativzentrale. Keine sichtbaren Aktivitäten. Hier ist tote Hose. Schläft der Arsch ein. Wir warten hier, bis wir den Befehl kriegen, ein paar böse Jungs umzunehmen. Ruhig Blut, Marine. Da oben sind keine bösen Jungs, Folsom. Ich sag doch, das ist eine rein humanitäre Krise. Ebola oder so eine Scheiße. Sagen Sie es ihm, Alcatraz. Alcatraz redet nicht viel heute Morgen. Im Gegensatz zur gängigen Meinung ist Tequila nicht gut für die Gesundheit. Stimmt's, Al? Einfach nicken, dann wissen wir, dass Sie noch leben. Okay, jetzt soll ich mich mit der Maus bewegen. In Ordnung. Ich habe mich gar nicht bewegt, eigentlich. Das ist doch scheiße. Kein Mensch holt die Force Recon für eine Bergungsaktion. Da oben sind böse Jungs. Das schwöre ich. Das kann ich runter von mir. Achtung, Marines, wir haben neue Befehle. Los, Bewegung und Tauchausrüstung anlegen. 10 Minuten, Waffen bereit machen. Sag ich doch. Das Ebola-Virus bekämpft man nicht mit einem M16. Sie vermutlich schon. Mann, ich hab was von einer Alien-Invasion gehört. Na klar. Kommt E.T. auch? Vielleicht. Was zum Teufel war das? Auf hier, Leute! Zurück! Okay, jetzt ist das erste Mal Action hier. Ich muss direkt mal eben meine Lautsprecher, Kopfhörer-Lauter leiser machen. Deadass, though. So. Direkt mal. Weiter. Versuch's. Ich darf meinen Lautsprecher jetzt noch langsam leiser machen, mein Headsets. Headsets. Headset. So. Ja, komm, lauf, 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 lauf. Und einmal. Ich bin hier. So jetzt. Okay, alle durch. Komm schon. Los. Das Wasser steigt zu langsam. Okay. Okay, okay, okay. Dann, ich bin der Letzte. Okay, haben wir hier straight durch. Yep, okay. Ich schwimme einfach mal den anderen hinterher. Ich glaube, das müsste das sein. Okay, sind wir jetzt draußen? Nein, sind wir noch nicht ganz. Jetzt sind wir draußen.
und uns wird schon relativ schwummrig vor den Augen. Wir sind schon etwas länger nicht in der Luft. Bin ich tot? Nee. Puh. Alcatraz war der Letzte. Was ist mit diesen Leuten geschehen, Mann? Einfach nicht berühren. Hey! Die Freiheitsstatue hat wohl einiges einstecken müssen. Ja, aber noch steht sie. Sture Schlampe. Hey! Was zum Teufel? Wo ist das U-Boot? Haben die verdammten Seven alle ausgeschaltet? Das kann nicht sein. Ruhe zählt auf uns. Alcatraz? Heißen Sie so? Alcatraz. Das Schicksal ist ein Teufel, was? Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Okay. Electronic Arts präsentiert. Eine Crytek-Produktion. Ein Zivatzel-Spiel.
Okay, das war eine epische Aufmache, möchte ich mal sagen. Und ja, zweite Chance, PA, Battery Park, New York, 23. August, 6:37 Uhr. Okay. Hier sind wir Profit. Alcatraz, mehr kann ich nicht tun. Und zwar für keinen von uns. Sie sind meine letzte Chance. Ghouls letzte Chance. Die letzte Chance für uns alle. Ich bin verbraucht. Eine wandelnde Leiche. Ich bin verseucht. Aber Sie, Sie können diese Sache zu Ende bringen. Sie müssen es tun. Willkommen in der Zukunft. Willkommen im Krieg. Oh ja, ein letzter Wunsch. Er lässt mich nicht einfach gehen. Symbiose. Muss die Verbindung kappen. Hab ihm den Anzug gegeben und damit mein Leben. Versprechen Sie mir. Gut. Das ist alles, was ich tun kann. Sie sind alles, was ich tun kann. Man hat mich Prophet genannt. Vergessen Sie mich nicht. Finde und beschütze Nathan Gould. Knacke das Vorhänge los. Okay, hier sehen wir... Oh, ich trempel gerade auf den Raum. Hier sehen wir mal Prophet. Das war der Typ aus dem letzten Dings. Nicht den wir gespielt haben, sondern der, der uns auch immer was gesagt hat. Der zum Beispiel... So, da. Der zum Beispiel auch am Ende so auf eine freie Schnauze gemacht hat und überlebt hat. Und, ja. Ich weiß nicht, was mit Nomad ist, aber wir sind jetzt auf jeden Fall Alcatraz und das war, ja, das sind wir jetzt. Dort sehen wir noch ein paar Schalen, Petri-Schalen oder nicht, irgendwie sowas. Oh, jetzt habe ich die geschlagen. Aber scheiß drauf, ich breche erstmal das Knack, das Schloss, so. Biohazard. Das sieht, so eine Zombie-Apokalypse aus, ey. Sieht nicht nett aus. Sieht eigentlich überhaupt nicht nett aus. Das ist irgendwie so ein Killzone-Typ. Okay. Oder ein Famous. Vielleicht ein Greif. Nein. Okay. Ich kann auf jeden Fall Sachen greifen und werfen. Hier habe ich einmal Blaulicht. Mal gucken, wer hier alles an die Wände gewichst hat. Oh, okay, Entschuldigung. Megatritt. Okay, den haben wir jetzt auch dabei, den Megatritt. Ist auch eigentlich ganz geil. Können wir runter. Und dann einmal Laptop. Hier spricht Dr. Akila Roy, E-Med-Krisenteam 1. Heute ist der fünfte Tag und wir haben praktisch noch keine Fortschritte beim Aufhalten der Infektion mit dem Manhattan-Virus gemacht. Viruzide zeigen vorübergehend Wirkung, vor allem Framarovax und seine Generika. Aber letztlich schreitet der Prozess noch immer weiter voran. Wir können nichts anderes tun, als den Menschen beim Sterben zuzusehen. Und unsere Situation hat sich durch die strikten Kontrollen seitens der... Akila, du solltest jetzt wirklich nicht politisch werden. Nein, Jeff, Sie müssen es wissen. Ich möchte etwas zu Protokoll geben. Nach Ausrufung des Kriegsrechts hat Cell sich brutal und rücksichtslos verhalten. Ganz was Neues. Diese Kerle von der Privatarmee haben von Anfang an nur Panik verbreitet und sich uns in den Weg gestellt. Sie sind ihrer Aufgabe nicht gewachsen und je schlimmer die Lage wird, desto brutaler gehen sie vor. Und nach der Abriegelung der gesamten Insel auf Befehl von Commander Lockhart... Hey, das geht nicht. Akila! Was zum Teufel machen Sie da eigentlich? Aus dem Weg, Doc. Es ist zu Ihrem Besten. Oh. Okay, was haben wir da jetzt gemacht? Okay, dann... Okay. Mit Leute, nehmen wir mit. Der tut gar nicht mehr. Wir haben ihn kaputt gemacht. So. Greifen. Zu Verbandszeug und so. Aber... Hier ist, glaube ich, nichts Interessantes so. Deswegen lese ich erstmal die Zeitung. Na, jetzt. Gehen wir direkt weiter hier hoch. Prophet?
Hier ist Gold. Fuck. Hören Sie mich, Mann? Nein. Ja, ich höre dich, klar. Raus, was willst du? Okay, dann nicht. Er will nicht mit mir reden. Ja. Okay, komm durch. Graffit? Hören Sie mir zu. Ich weiß nicht, ob Sie mich hören, aber die sind hinter Ihnen her. Sie müssen diese Marines finden. Okay. Dann machen wir mal Push Bar to open.